My style is ridiculous, nuclear bombs. I don't even know why you girls bother at this point. Like, oh, it's
attention at best. We'll call it nothing. Maybe you sound like a little bit. Maybe you sound like a little bit. It's all about ascension, I guess. Don't put me to rest. Go on and hand me your clothes. Moin! Also Leute, ihr mögt es gerne, dass ich manchmal ausmale. Zuerst mal die Haare aus. Chicken Nuggets, ich liebe Chicken Nuggets, sind lecker. Chicken Nuggets, ich esse gern Chicken Nuggets mit Ketchup und Mayo. Das ist eine Hautfarbe. Tada! I was drawing and decided to do a wing tutorial because.
zeigen, wie man den Nase und Mund macht, weil viele da Schwierigkeiten haben. Vamonos. Ja, zuerst macht man zwei Striche für die Augen, ne? Also die Nase macht man einfach so, einfach ganz normalen Strich. Dann macht man noch kleine Striche. Und hier macht sie man einfach kräftig zwischen die Augen. Jetzt dieser Mund, die macht einfach hier Punkte und dann noch so, fertig. Also so ein Punkt und dann noch so Strich. Und dann müsst ihr einfach hier so fest drücken und so machen. Und hier müsst ihr leicht drücken und so machen. Ihr könnt auch die Lippen verbessern. Und hier so einen Strich machen, dass man es besser kennt. Und ja, dann macht man noch die Haare. Also hier, ich mache euch ganz schnell ein Haartopf. Strich, Kurve, Kurve, zick, zack, zick, zack, zack, zick, zack, zick, zack, zack. Adios a la vista, mi amores. Hola, mi amores. Ich geb euch einen letzten, einen allerletzten Tutorial, wie man Blut zeichnet oder malt. Guck mal. Zuerst malt ihr Mensch. Ein Mensch. Guck mal, dann nehmt ihr ein bisschen Papier, macht so, man sagt Bismillah und legt es drauf. Dann nehmt die rote Farbe. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr keine rote Farbe habt. Es muss Filzstift sein. Hauptsache Filzstift. Dann malt ihr drauf, okay? Aber du musst wissen, wo du es drauf malst. Sonst ist nicht irgendwo ist, wo du es nicht haben willst. Dann machst du so und easy, du hast Blut. Das ist nicht so viel und das ist nicht so wenig. Nein, das ist perfekt. Fertig. Fertig. Und wenn ihr es immer noch nicht verstanden habt, dann kann ich nichts dafür. Adios, meine Lieben. You guys have been asking for a body tutorial. Okay, let's start. I start with the eyes first, I DKY, but if you can't make them, even give them AI mask lol. We could leave the lights on, suntan. Add a chin and mouth if you want, add blush lol. At the neck. I think that I like you. Yeah, but something bugs me about the way you lick your envelope. So sketch the hair. I'll make a hair tutorial if you want. Hands up, feel okay. It's hard to break the day. Running out of time life for part 2. Hola, mi amores. Heute versuchen wir Hände zu zeichnen, weil ich es selber nicht kann. Ich wollte euch beim letzten Video euch zeigen, wie man Hände zeichnet und ich habe realisiert, dass ich es selber nicht kann. Also versuchen wir es heute. Hände zu zeichnen sind sehr schwer. Digga, das ist das Einzige, was ich kann. Guck mal, so zeichne ich Hände. So und so. So zeichne ich Hände. Das ist keine Hand, das ist eine Vase. Ich werde andere Tricks versuchen. Zuerst macht man andersherum Dreieck. Kreis, so. Das sieht so hässlich. Liegt daran, weil ich nicht fertig bin. Hä, warum bin ich so... Okay, dann macht man so. Keine Ahnung. Was ist das? Guck mal, das sieht genau wie das aus, Digga. Man muss einfach nur hier dieses ein Dreieck machen, zwei Füße und... Hä? Man kann einfach so Menschen zeichnen, ne? Das ist viel einfacher. Nein, ich gebe auf. Ich kann das nicht. Ich werde es nie schaffen. Nie. Nobody move, there's blood on the floor. And I can't find my heart. Where did it go? Did I leave it in the cold? So please get it back, 'cause it's not yours.
Hehe. Alle haben mir bei dem anderen Video gesagt, die drei, also das war die Nummer 3 und heute zeige ich euch, wie man diese malt. So. Allah, bismillah. Dieses Buch ist ein bisschen scheiße, aber scheiß drauf. Schnellmodus aktiviert. Boom. Also du machst ganz schöne Kreis, noch einen Strich, hast du ein Gesicht, wirklich diese Reimwort, wirklich, ich habe mir dann gelegt. Jetzt machst du mit so irgendeinem roten Stift, machst du so, also ihr müsst nicht blau machen, okay? Ich sage euch nur, sonst ihr versteht, was für was gehört und so. Ihr macht einfach zwei Blätter. Okay, da macht ihr zwei Kreise so. Und ja, da kommen noch die Dingsbums, keine Ahnung, Arme, Schieß, man kann fast nichts erkennen. Also die Schulter machst du wunderschön Kreis und machst noch so einen Strich, Mikaka-Strich, Kakalake, bam, boom. So, dann machst du wunderschöne Hallel. Okay, nicht falsch denken, alles Hallel. Dingsbums. Ja, okay, nicht falsch denken, es sieht so aus, als ob die da kackt bei dieser Toiletten bei Marokko. Also die Hände müssen bis zu den Knien. Bei den Links muss man nur so machen und so, fertig. Es sieht so aus, als ob sie kackt. So, und ja, hier gezeigt. So könnt ihr machen, wenn ihr mit dieser schwarzen Schrift fertig gemacht hast. So, so sexy machen. So eine Idee von mir, du könntest so Herzenauge machen, wie sie auf eine schöne Ameise guckt. Nicht Ameise, das ist eine Marienkäfer. Ich will dir die Bar. Hier einmal meine gezeigt. Also, das ist ein Geist. Und das bin ich. Ja, aus mir kommt ein Geist raus. Ich esse gerne Kinder. Und lass ein Like da und folge mir bitte auf YouTube. Bitte, bitte. Saying nothing. Hello, this is my first video. On this account, I will be exploring new styles, practicing drawing, and drawing traditional and digital art. Enjoy the rest. Smile. Gone as I planned, when you had to bid adieu, said you'd never love anew. I wondered if I could hold it and fall in love with it too. You told me to buy a pony, but all I wanted was you.
Watch me outline an old sketch of mine less than 33. I'm not that good at drawing, so I hope you like it. 3. I smudged it a bit, sad face. I've got 99 problems, but a bitch? Ain't one. Me and my money attached emotionally. I get a clutch, and if you get too close to me. No. You never told me your name. Why do you want to know my name?